Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Forza Horizon 4 Multiplayer-Ausgabe. Cops vs. Racer in der Offroad Edition steht mal wieder an. Und das natürlich im wunderschönen Winter. Und mit dabei in der heutigen Ausgabe haben wir Andy, Acid Burn, Bluto, Stui, Gartenheini, Justin, Lukas, nur 24 Stunden Racers, Cracks Gaming, Shuashi und Sölchi. Grüß euch. Hallo. Hallo. Servus. Hallo. Hallo. Hallöchen. Hallo. Ja, wir gehen ganz kurz die Racer-Fahrzeuge der ersten Runde durch. Da haben wir ja mittlerweile ein ganz beliebtes Fahrzeug in diesem Format. Ich glaube, der ist jetzt schon zum dritten oder vierten Mal dabei. Der GT70 von Ford. Dann haben wir noch den Opel Manta sowie den Nissan Titan Warrior. Und ja, ein Fahrzeug, was man hier jetzt nicht unbedingt erwarten würde, aber glaube ich auch schon mal mit dabei war. Ein Aston Martin Vantage. Ja, sehr schön. Dann würde ich sagen, verlieren wir keine Zeit und springen direkt mal in die Action. Und deswegen, auf geht's. So, da fahren die Racer also los. Und ja, da machen wir mal die Einteilung. Als Präsident hat sich freiwillig gemeldet, der Pluto. Jo. Zwei Evos im Norden, zwei in der Mitte und zwei im Süden. Die Cayennes wieder ins Offroad-Gebiet. Wie ihr euch aufteilt, ist mir relativ egal. Also wer wo. Dann fahre ich mal in Richtung Serpentinenstraße hoch. Ich fahre runter Richtung Süden. Dann mach ich Mitte. Also Festival, ja. Da drüben. Mitte. Ja, dann bleibe ich am Süden. Wo bleibt der zweite? Im Süden, Südosten, Südwesten? Ich bleib dann eher im Osten. Ja, dann fahre ich in Südwesten. Das ging erstaunlich smooth dafür, dass Pluto sich eigentlich gar nicht gemeldet hat. Es hatte sich niemand gemeldet. Ich habe mir gerade die ganze Zeit überlegt, wen hau ich jetzt in die Pfanne. Alright, 5, 4, 3, 2, 1, gewonnen! Oh. Los! Natürlich. Erst der Auffahrunfall ist schon echt mal gut geglückt. Ich hänge an der Steinmauer fest. Ich hab's zwar gerade nicht gehört, was du gesagt hast. Wie machen wir beides, Pluto? Du eher Süden, ich eher Norden, oder? Oh, das kann man machen. Okay. Ja, seit langem sitze ich mal wieder im Cayenne. Ich glaube, das ist schon ein gutes halbes Jahr her, dass ich hier sitzen durfte. Und ich weiß auch gar nicht, ob es erwähnt wurde. Als Racer haben wir in der ersten Runde Ray, Justin, nur 24 Stunden Racer und Sölchi. Das heißt, als Cop dementsprechend Chris, Bluto, Stewie, Gartner, Heini, Lukas, Scrags, Shoshi und ich bin auch dabei, wie ihr unschwer erkennt. Und ich glaube... Nee, okay. Ich habe gerade Pluto gefunden. Wer ist denn der Evo, der da vor mir noch fährt? Ah, niemand. Gut. Wo? Im Norden? Das bin ich. Ja. Ich fahre hier rechts. Hin? Weil ich hatte mich für Serpentinenstraße gemeldet. Na gut, fahr du da lang. Ich fahre jetzt erstmal den Berg hoch. Hat sich schon ein paar Mal positiv herausgestellt. Da fährt irgendwer von der anderen Seite aus die Klippenstraße lang. Von der anderen Seite? Was ist denn die eine Seite? Ja, der war der andere Evo, der mir gerade hinterhergefahren ist. Der ist von... Ich. Ah, ja, hab den Vantage. Da kommt hier bestimmt jetzt demnächst einer direkt entgegen. Direkt im Süden runter, okay. Richtung Mainland. Also auf dem Offroad-Weg Richtung südlichste Straße bei Mainland. Jo, ich dreh rum. Ich bin auf der Mainstraße. Also auf der Mainland. Bin jetzt direkt am Mainland vorbei, fahren weiter Richtung Osten. In die Kurve rumfahren, also jetzt Richtung Norden. Jo. Ist die erste nicht abgefahren, fährt weiter. Mir wird da gleich entgegenkommen in dem S. Also vielleicht ein bisschen. Ja. Auf der Klippenstraße fährt gleich an der Burg, biegt Burg ab. Er fährt. Ah, okay, passt, dann komme ich nicht entgegen. Ja, der Titan, wenn du dran bleiben kannst, bleibt Spaß. Ich hab den frontal getroffen, also der. Wir gehen jetzt erstmal auf den Aston Martin oder was ist. An dem anderen kurz dran bleiben. Also den ersten Martin habe ich auch schon frontal. Ja, wo seid ihr? Brücke, er macht. Bleibt einfach stehen. Bremsung, er fährt gerade durch, legendärer Sprung, nördlicher legendärer Sprung von Ray und Andy.
in der Pfütze da unten drinnen. Erwü, Lea, er ist legendärer Sprung. Ich darf Offroad fahren. Ich hätte es lassen sollen. Ja, sind weiter. Wir fahren wieder südlich, okay, von der Brücke. Weiter. Ja, mach du weiter. Bitte weiter. Fahren jetzt quasi wieder auf denselben Offroad-Weg runter Richtung Mainland. Könnte allerdings aber etwas mit der Haarnadel rauskommen. Ja, es sind gleich wieder Mainland-Zeichen unten. Sorry? Oder sind Häuser? Er fährt in Richtung Haarnadel. Das war knapp. Und er fährt nicht Haarnadel, sondern wieder auf östlichste Straße. Auf die östlichste Straße, Mainland ist im Westen, oder? Ja. Der fährt erst einmal tief. Ah, halt, der Evo falsch. Evo, da ist einer gerade. Jetzt Richtung Burg wieder, ganz im Osten. Also Osten Richtung Norden, sind es auf der Höhe von der Brücke bei der Burg. Fährt auch weiter Richtung Norden, sind jetzt an dem Blitzer. Fährt da jetzt halt weiter. Probiert immer noch über herzukommen und aufzuschließen. Sorry, sorry. Weiter Richtung Norden, immer noch. Biegt jetzt in das Offroad-Gebiet ab, also Nähe Schneckenberg. Fährt geradeaus weiter. Also kommt jetzt Nähe vom Spawn raus. Achtung, ich komme rechts, Ego. Fährt weiter Richtung Norden. Wir sind gerade östlich vom Startpunkt. Fährt da jetzt links in die Blitzerzone rein. Heißt, wir kommen bei Schiff Club 2.0 ungefähr raus. Ist jetzt immer noch deine Blitzerzone. Jetzt kommen wir halt am Ende. Jetzt am Ende und er fährt Richtung Norden. Also jetzt Schiffclub 2.0 und biegt direkt wieder ab. Voll. War doch nicht? Doch. Also wieder Offroad Gebiet, ganz im Norden. Ja, wir sind da. Vier Einheiten, wir können versuchen, den zuzustellen. Ja, die anderen zwei. Der ist nur stark, der drei. Hat mich gerade einfach weggeschoben. Ich muss eine Cayenne machen. Der schiebt mich weg. Der eigentlich hin? Diese S-Kurven, wo da. Das, na, wie heißt's? Wegbereiter und dem Sprung, wo der Sprung ist. Er dreht wieder. Na, dreht nicht um, er fährt weiter Richtung. Bühnen. Also nehmen wir im nordöstlichsten Offroad-Gebiet und. Jetzt! Na! Jawohl! Yes! Den Treffer nehmen wir jetzt. Wir sind mit dem Titan auch im nordöstlichen Offroad-Gebiet, gerade in der Driftzone. Okay, wir fahren Richtung Driftzone. Er fährt der T-Kreuzung gerade durch, das heißt, er fährt jetzt die nördlichste Straße im Offroad-Gebiet. Ach, jetzt an der Hütte vorbei. Jetzt über der Driftzone. Also, ja. Na! Jetzt bei dem Sprung, wo man so viel Schaden kriegt, wenn man abspringt. Also die Kuppel ist eigentlich mehr. Jetzt bei die Schafe, die dort sind. In der nördlichsten Kurve fahren wieder Richtung Süden. Bei dem Haus vorbei. An der T-Kreuzung weiter Richtung die Y-Kreuzung auf Driftzone, Driftclub. Südlich Richtung Driftclub. Fährt jetzt die Driftzone Richtung Startpunkt wieder runter. Felsen. Auf der Straße, sehr gut. Ja, bei der Optik. Macht nichts, der wird richtig gefressen haben dadurch. Ja. Ja, haben wir ein bisschen ausgebremst. Ja, lass mal zurück. Ja. Wow! Hey! Seid jetzt mit dem, Startpunkt. Ja, Startpunkt. Wenn du Startpunkt gerade weiterfährst. Ja, ich hab Richtung Blitzerzone. Nein. Hat er. Raumbau. Wegbereiter vorbei. Gleich am Blitzer.
Oh, hab ihn voll erwischt. Ach, jetzt am Blitzer. Ja, Mann, ja, der war gut. Wer ist da unten? Sag doch mit den Treffern, hab ich's. Rechts Haus. Kann man sich vor den setzen? Komm, den machen wir zu. Na. Langsam. Kann der mich wegschieben? Ich repariere mich mal. Ja. Ja, also der Manta ist unten beim Festival. Ja, wir fahren dran. Jetzt. Entschuldigung. Wo wir gerade irgendwie wieder zu bremsen haben. Pluto, lass ihn mal da weiterfahren. Da ist der. Die haben sich selbst auf Pluto und Asmaten haben es selber angeschlossen. Wir sind jetzt gleich ganz im Westen. Pluto, guck mal da vorne an die Hütte geradeaus. Ja. Was man da eigentlich. Warte, lass euch Raum, dann kennt's gleich. Ah, schaut's dann leider so. Attacke. Wir fahren Serpentinen auf. Ja, Brücke. Ja, nicht. Der ist unten. Der ist unten. Ah, ist unten. Er ist unten. Nee, hier. Er kommt wieder zurück, er dreht um, Festival. Jetzt da rechts rein, komm. Komm, komm! Aber nein. Ist das weiter Festival oder? Nein, nein. Nicht Richtung Festival, sondern da, wo wir herkommen sind. Hä? Ah, okay. Nee. Ja. Also da, wo wir herkommen sind, fährt er weiter, rein, ne? Ist ach, enorm ja, lahm. Er fährt ja, dahin, wo wir vorher abgebogen sind, also nach links, hoch Richtung Startpunkt zurück. Ah, okay. Startpunkt in die Blitzerzone rein. Ah, ja. Ich hab den Manta verloren. Okay. Ich muss mal reparieren. Ja, okay, aber der Manta hat schon gefressen, also wenn wir die nochmal finden. So links. So wieder bringt nix. Ja, ich hab ihn einfach nur ausbremsen wollen. Ah, der Umfahrt ist ja sehr der Umfährt vom Startpunkt weg. Zur Kreuzung nördlich vom Festival jetzt wieder. Alle. Ja, da komme ich entgegen. Ach, da ist schon. Oh, ich hab mal beschlossen, wir fahren in den Offroad-Weg rein. Sorry. Nichts. Du, jetzt. Ja, hinten ran. 21, 2, warum für. Komm wieder vorne und fahr da vorne weg. Jetzt, ja. 21, 22, 23, 24, 25, der ist raus. Titan Warrior fährt gerade den Spiralberg runter, ist jetzt gerade schon am Fuß vom Berg. Okay. Fährt jetzt gleich wahrscheinlich aus dem nördlichen Offroad-Gebiet südlich raus. Du hast am Gelände gar nichts verloren. Okay, nee, er wendet davor in der Spitzkehre, fährt also wieder im nördlichen Offroad-Gebiet am südlichen Ende nach oben rein. Den Manta oder geht es zum Berg gerade dran, oder? Ich bin am Titan Warrior dran. Ja, ich meine, fahr die anderen so weit. Nee, die haben beide Schaden, aber. Okay. Dran bin ich. Ja, da vorne. Ein da. Ja, fahren jetzt auf den Titan. Titan, Blitzerzone vom Startpunkt aus. Okay, er wendet. Hat umgedreht, wird rauskommen südlich vom Startpunkt, außer er fährt jetzt nochmal Offroad. Aber der ruckelt halt immer noch, ne? Ja. Okay, südlich vom Startpunkt. Also Startpunkt links raus bei der Kreuzung. Ja, sehr schön. Frontal, aber ja. Hit war Hit. Harder. Achtung, rechts. Baum, hier. Oh. Ich hab nur so Lichter gesehen, haben wir gedacht. Ah, ist das ein Cayenne oder doch ein. Okay. Ja, jetzt. Ja, erstmal wieder auf die Straße lassen, oder? Ja, Straße, oder? Ja, Cayenne. Ja, setzen halt vielleicht da fest und fit. 21, 22. Ja, ich ghostet okay. Hä? Erst struggelt er so und dann kommt er jetzt raus. Ja, ich glaube, er ist wieder den Lag von vorher, den er schon gehabt hat. Zurückfahren lassen. Felsen vorne. Ach du Scheiße, falsche Kreuzung. Vor den Sätzen am besten. Oder so. Und ab gegen den Bau. Richtig gut. Kommt man nicht mal zurück. Ja, vorne dran.
Vorne jemand hin, vorne jemand hin. Vorne, ja, vorne, ja. Vorne, vorne. Egal, jetzt ja, ist wieder unsichtbar. Aber er steht. 23, 24, 25, ja, ganz raus. Ja, so. Jawohl. Gut, dann jetzt uns erstmal wieder verteilen, wenn wir keine mehr haben. Jo, ich gehe wieder auf der Serpentinen-Position. War schon mal zwei. Jo. Ja, keine Ahnung, was mit ihm los war, aber der war auch wieder auf die Straße wieder zurückfahren wollte. Und die Straße war vor ihm, war im Rückwärtsgang. Also habe ich dann auch keine Gnade, damit wir halt den ein bisschen Offroad festsetzen. Weil die Ansage ist, auf dem schnellsten Weg zurück. Der schnellste Weg ist nicht der Rückwärtsgang. Also die Cans dürfen, also die Cans dürfen auch Offroad festsetzen. Es dürfen alle Offroad festsetzen. Ja, aber die kannst du noch mit Offroad attackieren. Achso, ja, ja. Abseits von der Straße ist. Ja. Deswegen stehen immer alle Evos auf der Straße und warten, bis der so wieder zurückkommt. Ja. Nur mal so eine kleine Randfrage, weil ich zu viel nordöstliches Offroad-Gebiet fährt Richtung Norden, Driftstraße, das Mittelmotorviech, ich hab's vergessen, was das ist. Gott, Manta. Wer auch immer gerade Manta gesagt hat, sollte dringend seine Fachkenntnisse überarbeiten. Seid ihr schon am Schiffclub? Ja, ja, sind wir schon vorbei. Der ist auch weit vor. Mit der kann halt jetzt entweder nur Serpentin fahren oder aber Serpentin Todesstraße. Alter, mein Controller geht ganz aus. Ich kann jetzt auch ein bisschen abkürzen, wieder ranzukommen. Hab Sichtkontakt wieder. Wir sind jetzt an der Kreuzung, wo er in die... Nein, er fährt weiter. Er fährt also Richtung Serpentinenstraße jetzt. Dann komme ich entgegen. Ja, dann das ist der Mittelmotor. Versucht nicht unnötig frontal zu treffen. Ja. Versucht lieber eher dran zu bleiben, weil mein Handling ist jetzt nicht das Geiste. Das ist der Manta tatsächlich. Ja, also doch frontal. Also ja, hau rein. Gib ihm. Ich bin doch nicht so. Ich muss doch nicht meine Fahrkenntnisse. Nein, doch, weil der Manta immer noch kein Mittelmotor ist. Ich komme aus dem Festival rausgeschossen. Er hat den Sprung genommen? Eigentlich ja nicht, ne? Nee. Ist jetzt also ein gutes Stück weiter unten. Also eigentlich haben wir uns auf ein paar Sprünge geeinigt, die man nehmen darf. Der war da nicht mit drin. Also irgendwo in Serpentin ist er. Ja, Serpentin würde immer noch sein. Ja, kommt ein zweiter Squad von unten ins Tor. Ja, ist ach, relativ weit unten. Ja. Das kommt auf jeden Fall. Ich bin hier mit einer Evo ist noch vor. Kommt euch jetzt entgegen. Ja. Aha, scheiße. Jawohl. Ja, gut. Volles Produkt weggeräumt. Das hat echt lustig ausgeschaut. Dann komm ich ihm entgegen. Ja, ich komme mir mal entgegen. Naja, ist nur eine Runde gefahren. Fährt die Serpentine jetzt also weiterhin runter. Ja, wo seid ihr? Schon am Ende? Ja, am Ende gerade, aus der Driftzone raus. Ja, ich komme entgegen von unten. Rechts, Pluto. Okay. Evo, bleib dran, ich repariere mich. Oh, natürlich treffe ich den Lauf voll. Hab ihn ins Haus geschoben. Ja, cool. Wo ist er? Direkt jetzt quasi da nördlich vom Fest über die Straße. Parallelstraße war also die höhere Parallelstraße, wo sie jetzt sind? Jetzt gleich an dieser Hauptkreuzung, gleich mal zwischen Offroad und der Straße. Die Offroad-Zone, wo die mit dem Sprung zur Festivalstraße runtergeht, da ist er gerade vorbei. Was? Wir sind jetzt. Er ist geghostet. Wie sag ich denn das jetzt? Wenn man die geteerte Straße fährt, ja, nicht die mich ausbremsen, lang geht, ja. Da sind wir jetzt gerade noch. Wir sind zurück zur Straße. Östlichste asphaltierte Straße. Ja. Und dann ausbremsen den Kerl nicht. Richtung? Richtung Süden jetzt runter. Okay. Wir sind jetzt noch vor dem Blitzern, gutes Stück, den es da gibt. Da links. Glaube ich, eine kleine Hütte. Wir sind jetzt dann gleich an dem Blitzer. Ich bitte euch da vorzusetzen und auszubremsen. Wir sind jetzt an dem Blitzer, jetzt an der Brücke und fahren weiter Richtung Süden runter. Ich dreh
Achtung, überspeed. Oh Gott! Also ihr fahrt Richtung Mainland, oder? Ja, jetzt genau. Richtung Mainland runter, okay. Immer noch auf der Straße. Dann komm mir entgegen, ich bin jetzt bei Mainland vorbei. Ja, wir sind jetzt Anfang der Kurve. Okay, ja, auf rechts. Er fährt. Jetzt Mainland. Nicht zu früh rausschieben, da jetzt vorne kommen Häuser. Westen unterwegs, immer noch auf der geteerten Straße. Fährt da weiter. Lass ihn zurück. Jetzt eigentlich ganz im Süden gerade. So, da wo der Krake startet. Da jetzt das Haus rein. Ja. Schade. Doch, er ist irgendwo dran hängen geblieben. Zurück. Lass ihn zurück, wenn er zurückkommt. Dreht um. Fährt Richtung östlichste Straße jetzt. Nicht mich steigen. Vorne auf die Bremse steigen. Jetzt. Nicht Vollschmackes hinten reinschießen, das bringt nichts. Ja, jetzt. So, langsam ranfahren. 21, 22, 23, 24, 25. Wunderbar. Raus. So, 50 Sekunden. Alle reparieren auf Position. Jetzt das war jetzt Nummer 3, oder? Ja. Jetzt fährt Nummer unterwegs noch ein GT70, klein, weiß, Mittelmotor. Priorität ist erstmal den zu finden. Warum sag ich denn eigentlich Blutlos-Präsident? Ja. Ja, also halt wieder. Okay, ich fahr doch noch eine Runde weiter. Ich lass dich mal durch hier. Danke. Ich hab ne Vermutung, wo der sein könnte. Viralberg? Nee, oder Leuchtturm. Leuchtturm. Ja, da bin ich gerade hin auf dem Weg. Dann haben wir noch, bevor er weg ist. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Vorbei! Sieht ihn keiner? Nein. Nope. Nein. Ich hab's gerade mal geschafft bis zum Offroad-Weg Richtung Leuchtturm. Schade. Das hätte am Anfang vielleicht mit dem Vantage ein bisschen schneller gehen müssen, aber ansonsten die Verfolgung danach waren eigentlich alle relativ straightforward. Das hat gut funktioniert. Ja. Drei geschnappt, nicht schlecht, definitiv. Auch wie gesagt, die letzten drei, glaube ich, alle innerhalb von 10 Minuten. Das lief solide. Kann man definitiv sagen. Jetzt werden dann teilweise die Seiten getauscht. Da werden dann Scrax, Shorshi, Chris und ich die Racer sein. Und deswegen würde ich dann sagen, kurzer Cut, bis gleich. So, Seitenwechsel. Die Racer fahren diesmal einen Toyota MR2 SC, einen Pontiac Viper Trans Am aus dem Jahr 1977, der Battle Continental Super Sport sowie der Lamborghini Diablo Super Veloce in der viel zu sehr 80er Jahre, eventuell ein bisschen Cyberpunk Edition. Ja, ich weiß auch nicht, was mich dazu geritten hat. So, die Racer, diesmal wie gesagt, Chris, Grex, Shorshi und ich. Ich habe mich an den MR2 gepflanzt. Wir hatten auch gesagt, dass pro Team lediglich zwei Mittelmotoren fahren dürfen. Dementsprechend haben wir uns daran natürlich gehalten. Und ich würde sagen, es geht dann los in jetzt. Ich bin mal gespannt. Ich bin ja schon den MR2 GT bereits gefahren in der Offroad Edition. Ich habe keine Ahnung mehr, ob das gut oder schlecht ging, aber... Ich mag bei CVR Offroad einfach so kleine, flinke, schnelle Wägelchen, auch wenn die bei einem Treffer relativ schnell draußen sind, auch wenn es ein Mittelmotor ist, der hält nicht zu viel aus hier. Aber ja, gucken wir einfach mal, was hier stattfinden wird jetzt in der heutigen Ausgabe. Wow! Ich glaube, es war nicht recht gut, dass sie auch schon Fahrwerk eingebaut hat. Das ist im Regelfall hilfreich. Ich hatte gerade ein super lautes Geräusch auf dem rechten Ohr. Ich dachte kurz, mir fällt jetzt ein Cayenne so voll Schmackes in die Seite. Und dann habe ich auf die Uhr geguckt und gemerkt, nee, das kann doch nicht. Weil die dürfen nämlich erst ab jetzt fahren. Ja, ich werde Richtung Norden, also bin jetzt Serpentinen fahren. Ja, ich sag mal, solange wir jetzt nicht alle auf einem Haufen sind, müssen wir das nicht dauerhaft durchgehen, wo wir sind. Okay. Ich wollte nur gesagt haben, nicht, dass wir uns dann eventuell gleich entgegenkommen und oder schrotzern oder nur die zwei, die sich entgegenkommen, schrotzern. Ich fahre einen Mittelmotor, mir ist das wurscht, wenn mir frontal reinkachelt.
Nur Treffer aufs Heck sind schmerzhaft bei dem. Der wiegt, glaube ich, eh nur 1,0 Tonnen. Das ist nicht viel. Wir haben jetzt 1,255 Woche von dir. 255, was? Na. 2,255, so. Also ich hab 2,25 Tonnen. Gut, 1,5 Tonnen und mit dem Motor sollte in Ordnung gehen. Ich genieße mal die Aussicht am Leuchtturm ganz kurz. Nicht gesehen, du hast mich nicht gesehen, du hast mich gesehen. Wo? Wo? Direkt bei der Burg, wenn man da von da geradeaus in den Offroad-Weg fährt. Ja, ganz Norden in der Driftzone. Und jetzt bin ich jetzt aus der Driftzone draußen. Ganz schwieriges Szenario. Ja. Ich fahre jetzt hoch Richtung Norden, Richtung Festival, werde aber vorher auf den Offroad-Weg abfahren. Ich weiß auf jeden Fall, wo ich jetzt reinfahren muss. Ja, natürlich fahre ich erstmal dran vorbei. So, aber ich glaube, hier bin ich relativ safe. Ich glaube, Richtung Süden fahren. Also so... Hallo, Cayenne. Ich versuche mal auf die östliche, na westliche Straße zu kommen. Außer der zweite, der verfolgt wird, ist doch gerade in der Gegend. Wir sind hier gerade im südwestlichen Offroad-Gebiet. Da ist nichts los. Aber ich habe schon Cayenne mal verbreakt gesehen. Also der hat auch mich nicht gesehen zum Glück. Ja, seit Ray und ich uns getroffen haben bei dieser einen besagten Folge mit dem legendären Sprung. Ich habe jedes legendär? Mal Angst, wenn ich um eine Kuppe fahre. Achso. Einmal hast du Sprung jetzt legendärer Sprung. Es was wurde denn... legendärer Sprung betitelt vorhin, das können wir gern beibehalten, das finde ich episch. Ja, schaut nicht gut aus, 57% Motor. Erik, Bentley, ne? Ja. Ja, guck mal. Sprung! Aber ich muss sagen, der Diablo fährt sich echt gut. Ich bin jetzt in der Mitte im Wald, in der Kreuzung und fahre Richtung Süden. Ich glaube, ich werde es wieder so handhaben, wie ich es in den ersten CVR-Vorgänger gemacht habe. So die ersten 10 Minuten gucken, dass ich überlebe und dann auf Kopfsuche gehen. Hallo, erster Gang. Okay. Bis auf den einen Evo habe ich niemanden mehr hinter mir. Na, der eine Evo reicht ja. Yo! Wer auch immer das ist, einer von den zwei Cayenne ist gerade extrem gebuggt oder buggt extrem gerade. Ich werde jetzt in das nordöstliche Offroad-Gebiet fahren. Ja, das wird solche wieder sein. Da war auch gerade der Nissan, der nicht ganz so synchron war. Ja, wahrscheinlich. Hallo. Guten Tag. Danke. Moin. Schön wieder an die Kuppe. Gerade an der Seeuferblitzerzone. Alles ruhig. Wo gucken die mir hin? Warst gerade schon du, Andi, oder? Vielleicht. Hattest du nicht gerade irgendwas gesagt von Kuppen? Boah. Vielleicht. Ich wusste nicht, dass du da bist. Die Ansage kam nicht, dass du im nordöstlichen Offroad-Gebiet bist. Ich meine, ich hätte es gesagt. Sorry, falls ich es vergessen habe. Oh Gott, der Evo hat mich gerade fast gedivebombt. Ja. Wegen dir habe ich jetzt 0,3% Lenkungsschaden. Wenn ich ausschalte, geht das auf deine Klappe. Motor und bei mir ist dann alles. Heißt, ich bin demnächst dann weg. Ja, wie viel hast du? 70% Motor schon, nordöstliches Offroad-Gebiet. Ja, oh, aber das ist ein... Offroad-Gebiet, eher südlich oder nördlich? Beim Startpunkt gerade vorbei und fahr jetzt, also ist nicht direkt das Offroad-Gebiet, aber beim Startpunkt vorbei und werde jetzt da in die Richtung zumindest fahren. Weil das meine einzige Überlebenschance ist. Du fährst ein Bentley, du hast doch schon 3000 PS standardmäßig, oder? Ja. Da bleiben ja, dir ja, immer ich bin noch... Nein, nicht ganz. Yeah, ja, da bleiben dir dann auch immer noch 900, wenn du 70% Schaden hast. Ja. Also auf S1 900 ist der Bentley wirklich eine Macht bei CVR. Der Cayenne,
den Evo gerade so abgerammt. Hallo Kayen. Den Evo dahinter mir nicht los. Ich beschäftige dich noch weiter ein bisschen. Versuch's. Nein, nicht die Stühle, nicht die Stühle. Da haben wir, habt ihr mich letztes Mal auf das Gesetz gehabt. Okay, boah, danke. Kayen hat mich gerettet, der hat mich seitlich weggedrückt, bevor er überhaupt zu dir stürzt. Denk dran, bei 90% Motorschaden bist du auch raus, ja, egal ob du festgesetzt wirst. Ich bin schon bei 8%. 8%? Wie ist denn das? 80. Also. Ja. Slash, Heck, Motorschaden 8%. Wie sind? Heckmotorschaden. Ich versuch den Evo mal mit Topspeed weg. Ja, mir ist gerade. Ich hab gerade einfach irgendwas gezockt. Der Lampo hat 43 Topspeed. Das sollte doch wohl reichen. Zwar, ich kenne mich jetzt nicht aus beim Hacken oder wie auch immer man das hacken sollte. Ach, Hacken, oh Gott, ich hab Heckmotor verstanden. Also gegen Heckmotor wie Porsche. Na. Hacken. Ja, dass ich mal in Schaden einfach zurückkriege. Einen habe ich nicht und der Evo war kein Evo, sondern Cayenne, aber ist egal, ich verpiss mich hier, ist alles voller Bullen. Wo findet das denn statt? Ganz im Süden, gerade Richtung West. Darf ich bitte wieder zurück auf die Straßen? Oh, wo findet der Bentley statt? Bentley ist jetzt... Warte, ich muss kurz kontrollieren, ob ich... Okay, ich habe 98% Motor. Ganz bist du raus. Im Osten... 88,9. Ah, okay. Ja, ich weiß nicht, hat irgendwie... Hat geht gar nicht, hat Versprecher. Alter, boah. 7 Minuten sind schon vorbei. Ja, komm, na, jetzt. Hm? Ja, jetzt bin ich. Direkt. Im südöstlichen, kurz vor der Kurven. Hey, Cayenne? Lambo, du warst auch im Süden, ne? Ja, deswegen fahr ich jetzt ganz schnell weg aus dem Süden. Ich dürfte hier relativ safe sein. Ich fahre jetzt Albertinstraße runter Richtung Festival und eigentlich dürfte jetzt keiner hochfahren. Schauen wir mal, was haben wir denn? Ja, aber die reparieren sich doch jetzt am Festival wahrscheinlich. Ja, aber die werden ja auf den Lambo gehen. Ah ja, okay, jetzt ja, ein dann schnappt sich jetzt auch wieder Offroad Richtung Norden. Da ist Andi, wo ist. Doch, da ist. Ja, will nicht kommentieren, wer wo ist. Ja, habe ich etwa, deswegen habe ich nur, da ist Andi und. So. Ja, da kam grad. Danke, Puppe. Ich wollte gerade sagen, ich habe einen Ford Fox vor mir und dann ist mir aufgefallen, nee, das stimmt was nicht an der Aussage. Ja, das ist ein VW Fox, ne? Ein BMW. Das ist ein BMW Fox, was? Das ist Sorry. Ja, wir alle wissen, es ist ein Honda. Braucht er nicht in die Kommentare schreiben. Ich bin mal ein richtiger Arsch. Da darf ich ja, ne? Also, ich besuche mal den Ausgeschiedenen. Das ist jetzt... Nein, ich stehe noch nicht da. Hier musst du aber stehen. Ja, ich bin schon... Warte, ich hab vergessen gehabt. Bin gleich da. Ey, dieser Dreckspassant. Wo jetzt. Ist der Dreckspassant gerade? Ah, oh, an der Burg direkt. Ah ja. Ah. Okay. Ich hab's mir aber auch ein bisschen selbst verbockt. Bist du raus? Ach, du bist da draußen. Okay. Ich hab's mir komplett selbst verbockt. Ich fahr frontal erst meinen Evo rein, weil ich zur Seite guck und dann fährt mir einer hinten drauf. Nehme ich dann noch die Boot mit und dann drücken sie mich an der Brücke gegen die Mauer. Okay. Und weil ein Passant vor mir die Handbremse gezogen hat, bin ich rausgekommen. Alright. Einen besseren Start haben die auf jeden Fall. Halbzeit. Zivilcourage. Deswegen haben sie schon draußen. Gehe ich jetzt auf Suche oder nicht? Oder ja oder nein? Einer da oben ist rausgeflogen. Warum achte ich auf sowas? Ich habe das Gefühl, ich bin immer der als erster draußen ist, wenn ich Racer bin. Ich habe gesagt, nach 10 Minuten gehe ich auf Kopfjagd. Rein da.
Ein Mann von Wort. Oder ist ein Cayenne, der jetzt raus ist. Solche ist Cayenne. Welche machen wir? Nehmen wir ja. mit. Ja, ladet ihr den vielleicht ein? Das wäre super, ja, wenn ihr ihn draußen seid. So, in der Theorie müsste ich doch hier in dem Gebiet jetzt relativ schnell einen Kopf finden. Wo bist du gerade, Andi? Ich war gerade südöstliches Offroad-Gebiet in der Blitzerzone. Fahr da gerade raus. Ich bin im Start. Ah ja, okay. Warte, besuche ich. Oh, warte mal. Fuck nicht. Ich glaube, ich drehe wieder rum. Nee, hab gefunden. Wie hast solche im Game? Wir finden gerade nicht, ob mir das... Nachdem der gerade aber auf so einem TS auch draußen ist, wird das ein größeres Problem sein. Nö. Okay. Vielleicht am Mainland, Andi? Hab aber keine Verfolgung oder sonst irgendwas. Ja, ich hab eine. Alles gut. Ah ja, okay. Njum. Ja, ich war gerade den Offroad-Weg Richtung Festival von Ost nach West. Also Richtung Festival, könnte man sagen. Dann drehe ich wieder rum. Bleibe im Nordosten. Da unten war doch jetzt bestimmt der nächste Kopf, oder? Nö. Ach so, ich habe mit Ö geschrieben und nicht mit OE. Okay. Mal über im Gamer finden. Und da fahren sie vorbei. Uiuiui. So. Ich fahre jetzt gerade wieder Seeuferblitzerzone. Was weiß ich, wo die Seeuferblitzerzone ist? Ja, direkt am See, unterhalb von unserem Spawn, Startpunkt. Ja, ich bin bei der Burg. Letztes Mal, oder eines der letzten Male, wurde ich hier böse festgesetzt. Dieses Mal allerdings findet das nicht statt. Dafür war es ich dieses Mal. Da macht er nichts. Schön, ich habe jetzt gerade alle Cop-Autos gesehen, die hinter dir her sind. Die sind über der Brücke drüber gefahren, wo ich unten gerade Offroad runter durchgefahren bin. Ich hau hier ab. Naja, mach das mal. Der Sprung könnte eventuell böse für mich enden. Na, guck mal, nur 1% Motorschaden. Wobei da ja auch eher die Federung runterleitet. Im Regelfall habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet, wie viel Schaden die da mitgenommen hat. Aber hey. Macht ja nichts, ne? Solange der Karre noch fährt, fährt er. Cayenne habe ich hinter mir bisher eh noch nicht gesehen. Da höre ich ihn doch, ja. Oh, da ist er. Aufgepasst, da kommt er wieder. Zu meiner Linken. Nö. Aber schön, über mich drüber gesprungen. Sah gut aus. 10 out of 10. Would drive under again. Nö. Das könnten wir jetzt. Ja, doch kein Motorschaden. Würde ich sagen, fahren wir mal entgegen. Steigen kurz auf die Bremse vorher, damit er mich nicht trifft. Also Chris, ich bin gerade beim Startpunkt, wenn du gerade rausfährst, die Straße mit dem Blitzer. Ja, ich fahre gerade die Offroad-Zone südlich vom nach dem Festival, was ja die gute Sprung ist. Offroad-Zone? Was ist denn deine Offroad-Zone? Ja, den Offroad-Bereich halt. Jetzt bin ich wieder auf der Straße. Gut, das war jetzt mies. Ich sag doch, das Ding nimmt gut Schaden mit. Echt jetzt? Damit habt ihr nicht gerechnet? Andi, bei dir kann man mit nichts rechnen. Ich hab umgedreht. Ach so. Ich komme was zu turn. Ich fahr mal Richtung Festival oder was. Andi ist einfach unberechenbar. Naja.
Oh, oh, oh. Genau, ich fahre Richtung Festival und mir knallt ein Cayenne in die Seite. Zum Glück bloß in die Seite. Das hat ein Cayenne dran. Oh, und der hat 35% Motorschaden. Was? Ich sag doch schon, unter dem würde ich nochmal drunter fahren. Kein Problem. Okay, ich verpiss mich Richtung Mainland. Ich habe Topspeed, das probiere ich jetzt ein bisschen für mich auszunutzen. Ja, ich fahre wieder Offroad. Nordöstliches Offroad-Gebiet, da sehe ich mich doch. Fahren wir den Berg hoch, komm, das mache ich jede Folge, das wäre langweilig, ne? Wenn ich da jetzt wieder hochfahren würde, das würde ja kein Mensch tun. Also, ist Greg der Arnitor? Ich wollte gerade zu abfragen, siehst du den auch? Ja. Wir dürfen ja leider nicht zu sagen, weil sonst sagen wir oder verraten wir schon, ja schon irgendwas. Ja. Aber. Ja, nicht. Ich habe ein Ivo hinter mir. Die Niemand Hauptstraße hat vor, den Schneckenberg hochzufahren. Mainland Richtung Boden. Da hat auch teilweise echt Sommerreise, dass ich nicht hier irgendwas verplapper. Ja, das ist. Ich mache immer normal und mute mich einfach. Aber nicht so jetzt. Offline, also. Offscreen, glaube ich, nennt man das. Ohne Aufnahme. Oder halt mit Aufnahme meine eigene mache. Wow, mute mich meistens, damit ich wirklich also ich bin jetzt so gleich die Mainstraße Richtung Saisonblitzer. Also ich muss Richtung Norden abhauen. Ja, Moment, ich muss anfahren. Also. Drehmoment, 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 Drehmoment. Alles klar, Drehmoment. Motor nicht fahren. Hier runter, auch kein Problem. So, jetzt hänge ich hier, jetzt habt ihr ein Problem. Und weiter geht's. Gott sei Dank muss ich da jetzt nicht anfahren. So viele grüne Punkte. Eindeutig. So, schieben. Wo bist du gerade? Ich fahr gleich die östlichste Straße Richtung Süden. Wie lang ist denn eigentlich noch? Drei Minuten. Ja, die werden mich kriegen, das ist mir auch klar, aber. Ja, aber. Mach den das schwer. Wenn wir jetzt definitiv zur Overtime kommen, ich bring den Ivo nicht los. Ist gleich Mainland wieder? Da fahr ich gerade hin. Scheiße. Okay, ich fahre jetzt gleich die Offroad-Zone, den Offroad-Bereich nach rechts rein. Ja, du kannst mich hier zurück im Offroad, wie du magst, Ivo, du musst mich zurücklassen und da Offroad bin ich besser wie du. Ich sag halt, wieder, das ist die einzige Geschwindigkeit, die ich gerade kriege, ist nur dadurch, dass die mich schieben. Ja, das Gute ist, nutze ich Arme und nicht aus. Ich stehe voll auf dem Gas und nichts passiert, aber sobald mir einer Schwung gibt, bin ich gut dabei. Ja, kein Problem. Das wird definitiv in die Overtime gehen. Wohnwagen? Die wollten mich in den Wohnwagen reinschieben, ich bin aber kein Niederländer. Ja, Ivo. Der Niederlands Wohnwagen. Ach Gott, Mann, der Ivo. Fährt die ganze Zeit neben mir in der neben der Straße und schiebt mich dann wieder raus. Ja, ich bin los. Drehmoment! Come on, Drehmoment! Drehmoment, ein bisschen mehr als 3 Newtonmeter, bitte! Ne, jetzt haben sie mich. Das wird knapp. Noch 20 Sekunden bis Overtime. Ich hatte halt, wie viel Drehmoment hat er gar nicht? Ich glaube 300 Newtonmeter mit 80 Motorschaden. Ist das nicht mehr so viel, was da übrig bleibt? Ich schau mal, wie viel KW so gehabt hab. So, ne, 400 hat er. Ja, das heißt, ich hatte noch übrig 80 Newtonmeter ungefähr. Das ist nicht viel. Ich würde jetzt nicht genau rechnen, aber ich habe 650 kW und über 1150 Newtonmeter mit 2,25 Tonnen. Ja, der Ben, also, ich habe ja gesagt, der Play ist einfach. Ja, Overtime ist angebrochen, by the way. Das heißt noch 5 Minuten maximal. Und da wird der Trans-Am verfolgt und getroffen. Von einem Cayenne, ja. Was hat er jetzt? 53%. Du raus, Andi, sozusagen, oder was? Ja, ja. Ach, scheiße. Ja, ich probiere mein Bestes.
Ja, dann probier mal. Wir beobachten hier eine spannende Verfolgung. Er biegt auf die Straße ein. Wohin wird er sich entscheiden? Er fährt Richtung Süden. Ob das eine gute Idee war oder nicht, da sehen wir jetzt. Und er kann ausweichen. Wunderbar, graziel. Und fährt in der A-Klasse. Und fährt in der A-Klasse rein. Das ist natürlich tragisch. Ob die Brücke jetzt die richtige Idee war, ich weiß ja nicht. Da kannst du easy festgesetzt werden. Und ich glaube, wenn ja, ich die Traube da richtig sehe... Nein, ich fahr noch. Ist es auch ja, okay, das, was gerade passiert? Drückt, dann fahr ich jetzt gleich runter ins Wasser. Super, jetzt bin ich was unten im Wasser. Was passiert da jetzt? Das ist schwierig. Ja, die haben mich offroad geschoben und ich bin unten im Wasser. Wie soll ich jetzt da wieder hochkommen? Auf die Einkommen muss ich ja wieder zurück offroad. Zu den Knallköpfen. Du musst halt unten offroad auf dem Auto. Ja, da komme ich auch oder? Nicht mehr hoch, ey. Ja, Ivo, du brauchst mich hier nicht zu... Jetzt greift mich der Ivo hier offroad an und schiebt mich. Was ist mit denen los? Kommst du auf der anderen Seite hoch? Ja, ich probiere jetzt hier das Wasser zu fahren. Ich hoffe, ich versinke nicht. Ansonsten halt unterhalb auf dem Offroad ja, weiterfahren. Ich war genau da. Ja, dann fahrt das Offroad-Gebiet, macht doch nichts. Okay. Was? Schieb mich da andere wieder Offroad. Wir folgen die beide. Ich ist ja Nagrock. Was machen die vier? Moment, die Meldung kam noch nicht durch. Die Meldung kam immer noch nicht durch. Oh fuck. Das dauert noch länger. Die Meldung kam immer noch nicht durch. Oder die haben sich einfach dazu entschieden, umdrehen bringt nichts mehr. Das kann auch sein. Okay, Jan hat mich zum Glück wieder angeschoben. Ich habe 66,6% Motor. Also hier. Oh fuck, das war eine Sackgasse. Warum? Das ist tatsächlich eine Sackgasse, ja. Ich glaube, die Meldung kam mir noch nicht durch, wenn ich den Cayenne da so richtig beobachte. Kann sein. Das sieht jetzt aber nach... Ein grüner Punkt. Ja. Trans-Am mit Parasiten. Es bewegt sich zwar ein bisschen, aber bewegt sich das genug, ist die Frage. Was macht der Cayenne da? Den ignorieren wir jetzt einmal, was da unten passiert. Okay, die haben mich. No. Ja, aber GG. Die haben mich jetzt wohl gehabt. 3 Minuten vor Ende, aber was war. Also, was ist seine Mission gewesen? Ich weiß, können wir mal fragen, soll ich? Ja. Ich hab's nicht gesehen, klärt mich auf. Ah, jetzt nicht für Bienchen und Blümchen, sondern auf die. Was habt ihr gesehen? Also, wenn eine Mutter und ein Papa sich ganz so lieb haben. Nein. Ich brauch Psychologen. Sagen wir. Sölchi war ein bisschen woanders. Er hat vielleicht die auf der anderen Seite der Insel. Okay, hätte sein können, dass da mein Motor hinfliegt, als mich der Cayenne vorhin getroffen hat. Ist ja nur. Ja, Tom wollte ja wieder zu einsammeln, oder? Also ich nehme an, die werden uns bald hochmoven, hoffe ich. Ja. Glaube ich, denke ich. Ja, aber Justin vorher war eventuell Lost Rex, hat's gesehen. Ich glaube, das zweite Mal, dass er jetzt da oben schon gestanden ist. Und ja, jetzt Zölchi und halt. Jetzt haben sie auch noch alle gekriegt. Verdammte Axt. Dabei habe ich mir so viel Mühe gegeben. Naja. Na, ja, macht er nichts. Ja, aber hat er Spaß gemacht, war doch gut. Hallo, zwei schöne Runden. Jo. Ja, ich würde auch sagen, im Zweifel, falls wir nicht mehr gemoved haben, war es das für diese Ausgabe. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich sehr mit Däumchen nach oben freuen. Alles liegt in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal. Servus. Ciao.